Hallo und herzlich willkommen zum vierten Part von Far Cry 5. Und zwar befinden wir uns immer noch im Spread Eagle und Mary May wird uns wieder um Hilfe bitten und wir werden ihr das natürlich nicht verwehren. Ich hoffe, da kommen wieder coole Aufträge dabei raus, aber da bin ich mir ziemlich sicher. Ich wünsche euch viel Spaß damit und wie immer, los geht's. Du hast vielleicht Nerven, so in die Stadt zu marschieren. Die meisten werfen nur einen Blick auf Eden's Gate und wenden sich ab. Die anderen lernen eine harte Lektion. Mein Dad war einer der Ersten, der sich gegen sie stellte. Jedes Mal, wenn Peggys kamen und Streit gesucht haben, sprang Dad in seinen Truck und hat sie aus der Stadt gejagt. Er liebte diesen Truck. Er nannte ihn Witwenmacher. Und diese Wichser haben ihn eine Woche vor seinem Tod gestohlen. Scheiße. Willst du die Sekte holen wir uns richtig das Auto. Sauer machen? Dann hol mir den Witwenmacher zurück. Zeig der Sekte, dass wir nicht so leicht einknicken. Und gibt den Leuten hier einen Grund zum Feiern. Er wird bei einem Getreideheber östlich von hier scharf bewacht. Aber ich glaube, ja, du bist aber für den natürlich Job bestens geeignet. Der Witwenmacher. Cool. Mann, das ist das krasseste Spiel, das ich je gespielt habe. Da hast du aber noch nicht viel gespielt, mein Freund. Spielt er denn? Okay, wenn das krasseste ist, dann hast du noch nicht Far Cry 5 gespielt. Verzeihung, Sir. Das musst du ausprobieren. Beste Spiel aller. John ist ein gutgläubiger Irrer. Ich hörte, dass er nach der Taufe Dorffleisch aus dir macht, um den Kollaps zu überstehen. Mhm, mhm. Es ließ zu sperren und anschließend lebendig zu heulen. Baileys, hier ist Pop. Ich hole gleich entweder etwas sehr Schlaues oder etwas sehr Dummes zurück. Das ist vielleicht sogar beides. John Seed hängt in den Seilen. Also gehe ich aufs Ganze. Ich muss. Wenn ihr nichts mehr von mir hört, dann versprecht mir drei Dinge. Ihr tretet der Sekte nicht bei. Ihr schließt den Spread Eagle nicht und wenn er noch fährt, dann oh, kriegen Sie den Witwenmacher nicht. Ich liebe euch alle und wir sehen uns entweder im Himmel oder in ein paar Stunden. Ja, dann im Himmel. Krass, ich kann eigene Level erstellen. Notiz von Mary Mays Vater. Mary May, versprich mir drei Dinge. Schließ dich nicht Eden's Gate an, lass nicht zu, dass die Bar schließt, lass nicht zu, dass sie den Witwenmacher kriegen. Und bitte vergiss nicht, egal wie schlimm ein Tag auch sein mag, um Mitternacht kriegst du einen brandneuen Tag geschenkt. Ich liebe dich, Pa. Das ist eine gute Einstellung, finde ich eigentlich. Aha. Okay. Passt, dann werden wir mal gucken, ob wir den Witwenmacher zurückbekommen. Ich möchte jetzt mal die Tür öffnen. So, das. Oh, hallo Hundi. Ja. Das war's schon. Oh. So, kurz Karte gucken. Wo ist das? Da, da werden wir hier entlang fahren. Geradeaus. Ja, einfach geradeaus hier hin. Und dann nach rechts. Wo war das jetzt? Bin ich jetzt blöd oder was? Ah, hier, okay. Passt. Was sind das jetzt, Freunde oder Feinde? Werde ich wahrscheinlich gleich sehen. Oh, das sind auf jeden Fall keine Freunde. Nicht gut. Oh, die treffen aber sehr gut. Und rein ins Wasser. Oh, die treffen mich unter Wasser auch noch. Alter Verwalter, die sind ganz schön stark, die Freunde. Wie viel Luft habe ich eigentlich? Bitte nicht, bitte nicht. Hey, da hat was angeschwemmt. Komm, Baby. Was ist das überhaupt? Einfach mal. Oh, cool. Ah, da waren auch welche. Ja, leck mich doch fett, oder? Das ist fast besser, mitten durch den Wald zu laufen. Das probieren wir jetzt einfach mal. Mal schauen, was es hier alles so an Tieren gibt. Die mich auch noch auffressen wahrscheinlich. Alter, was ist da schon wieder?
Oh shit. Wildschwein. Wow. Vielleicht ein bisschen Wildschwein halt und Köder. Okay. Ich glaube, ich habe da jetzt 30 Schuss reingeballert und davon 20 daneben, aber naja. Oh, schau, was wir da alles haben. Hubschrauber. Das wird wieder so eine Selbstmordaktion. Das sehe ich jetzt schon. Alter. Oh, fuck. Was ist das jetzt wieder? Ist das die Karre? Aber nicht wirklich, oder? Schön leise sein. Oh, ein Bauer. Ich hoffe, das ist wirklich ein Bauer. Alter, was ist mit denen? Da ist ja voll der Umschlagplatz. Und lauf, und lauf, und lauf. Und runter, und in den Graben fallen, und sterben. Ist auch wieder was vorne? Also da ist richtig Rambazamba. Was ist das wieder? Mal gucken. Aha. Aha. Karibu. Alles klar. Und weiter geht's. So, ich bin schon gespannt, was mich da erwartet. Sicher wieder mega Schießerei. Alter, gib dir die Kacke. Hat die gerade gesagt, fick dich ins Knie? Okay, der für Sie. Die Sekte hält den Witwenmacher beim Getreidehieber versteckt. Du wirst da bestimmt auf Peggy treffen. Also der Wolf vorsichtig. Hat mich angegriffen, die... Was ist da los? Also den Außenposten, den befreie ich jetzt sicher noch nicht, weil der sieht mir ziemlich schwer aus. Gut, dass mich schon ein Wolf angegriffen hat, das finde ich ja überaus toll. Da liegt da eine Leiche. Warum macht ihr das? Alter, warum ist der down? Da rennen jetzt sicher gleich irgendwelche Wölfe daher. So. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Das sind... Die sind einfach überall. Oh. Tschüssi. Wenn ich jetzt eine leise Waffe hätte, das wäre so toll. Habe ich aber nicht. Demnächst brauchen wir Jäger. Passt auf, jetzt kommt der Einzerschmäh. Okay, so schlau waren die auch, dass man in der Mission nicht speichern kann. Oh oh. Das Problem ist, wenn mich der Freund jetzt sieht. Oh oh. Gib mir Deckung! Ich stürme!
große Waffe. Jetzt rette dich nicht mehr. Oh, hinter mir. Ja? Da down? Ja. Alter, der ist richtig stark. Der hat aber richtig Bums hinter seiner... Der Verwalter, der hat Bums. Ja. Körper bewegen. Bin dann. Cool. Ah, oh, der ist ein Arsch, ey. Der Schlüssel zum Lagerhaus, ne, den hätte ich sowieso killen müssen. So, was haben wir hier? Notiz des Widerstands. Wenn du das liest und ein Bege bist, dann habe ich dich im Visier. Wenn du beim Widerstand bist, dann komm hoch und triff mich im Getreideheber. Ich habe ein paar Sachen, die du gegen die Sekte einsetzen kannst, aber pass beim Hochkommen auf, wo du hintrittst. Ich habe viele kleine Freunde, die nicht gestört werden wollen, also Minen wahrscheinlich oder irgendwie sowas. Wo ist der Getreideheber? Ah, da. Scheiße. Hallo! Ah, die kann man wieder befreien. Okay. Ja, da kannst du mir mal einen Fett einbohren. So. Ah, passt. Ah, das ist gar nicht dein. Hallo? Ah, hier. Auf. Oh, das ist einen Truck. Ich habe mir gedacht, ein Auto ist das. Das sagen sie auch, Trucks zu den Pickups. Da geht in die Luft, jawohl. So, dann müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Da kann ich aber, glaube ich, nicht hochziehen, oder? Ne, das geht einfach nur. Ja. Jemand hat den Wettrennmacher geklaut. Sperrt die Straße in Richtung Fosse ein. Lasst niemanden durch. Ein bisschen aufpassen sollte ich. Ja, zurückgebracht habe ich noch gar nichts. Was, 9 Straßensperren sind da? Mach sie in den nächsten Postwänden noch heißer. Mein Dad hat Kanonen in dieses Ding eingebaut. Nicht schüchtern sein, feuerfrei. Ah, naja, wenigstens habe ich unendlich Schuss. Ah, das überhitzt auch, okay. Ja, das hilft mir tatsächlich gar nicht, weil nach hinten kann ich ja nicht schießen. Business, glaube ich, bei den Autos. Oh! Fahr! Oh, shit! Am besten ist bei den Autos durchbrechen, weil ich glaube, die haben sonst irgendwo Minen verteilt. Glaube ich zumindest, keine Ahnung. So, 3 von 9. Ja, super. 9 Straßensperren. Man kann es auch hart übertreiben. Ah, oh! Ich glaube, da war so ein Fass, ich hoffe. Habe ich das? Nee, habe ich nicht. Genau, das sind die Fässer, da muss ich auch. Ja, und jetzt ein Flugzeug auch mit. Ja, aber aufs Flugzeug kann ich. Fahr diese Hurensöhne platt. Und hub am besten jedes Mal, wenn du eine erwischst. Dann weiß ich, wann ich jubeln kann. Ja, okay, kann ich gucken. Keine Ahnung, wie man lebt. Ja, aber die Höhe. Okay. Die Höhe ist richtig fein eingestellt von dieser Knarre. Die erwischt man perfekt. Jawohl. Weg da. Weg da, habe ich gesagt.
unbedingt durch den Beton durch. Ja, weg da. Ah, da haben die da einen LKW hingestellt. Oder? Was hast du geschaut? Was? Hab ich da... Oh, sorry. Oh, ich hab gebogen. Peinlich, peinlich ist sowas. Gas, Gas, Gas jetzt. So, das waren 7. Ja, da muss ich näher rankommen. Das erwische ich die nicht. Weiß nicht, wo die Wracks hinfallen. Da, aha. 7, da kommen noch ein paar. 2 genau zu sein. Das ist jetzt eine Straßensperre. Tschüss, Kuh. Sorry. Milch ist Gift. Der ist halt schon ausgelutscht wie Sau, oder? Ratsch, ratsch. So, perfekt. Eine noch. Sehr blöd, wenn man die Straße sperrt, wenn daneben halt noch genug Grün ist. Jawohl. Oh, Baby! Nee! Wie du mit dem Truck umgehst, nee, hat dein Dad stolz gemacht, Deputy. Und jetzt bring ihn alle sofort wo er hingehört. Wollen mich die verarschen? Oh. Ich weiß nicht, ob das heil ist, was ich da gerade mache. Wohin muss ich jetzt? Oh. So, kurz Karte. Balls End. Einfach geradeaus. Okay. Verdammt! Hallo? Heil ist zwar was anderes, aber naja. So. Wissen kann man trotzdem noch. Cool. Ja, jetzt fräsen wir mal so richtig dadurch. Born to be wild. Ah, das darf ich ja nicht singen, dann bekomme ich wieder einen Copyright-Strike. Was mache ich da? Jawohl. So, wie kaputt ist das Ding? Naja, es geht eigentlich, oder? Servus, May! Den Sound dieses Trucks erkenne ich überall. Muss schon sagen, Deputy, den Truck meines Vaters wiederzusehen, weckt wirklich Erinnerungen. Ich habe früher immer hier geschaut, wenn er nach Hause kam und winkte ihm von Weitem zu. Du hast definitiv den Schneid, ihn zu fahren. Und wichtiger noch, du hast das Herz. Ja, jeder mag mich. Hätte dich gemocht. Wenn du den Witwenmacher mal fahren willst, musst du nicht erst fragen. In der Zwischenzeit halte ich die Ohren offen und lass dich wissen, wenn sich etwas ergibt, das sich für dich lohnt. Alles klar? Sure. Danke nochmal, Deputy. No problemo, 3,50 €. So da, cool. Das dürfen wir quasi mit diesem Teil da immer fahren. Ja, das kann man eigentlich lassen. Ich zieh um! Was ist mit dir los? Brüder und Schwestern. Jemand da draußen hält sich nicht an die Regeln. Jemand stiehlt von uns und nimmt sich, was dem ja, Vater zusteht. Aber nicht deinem Vater. Dieser jemand ist ein Mörder und ein Feigling. Aber Gott sieht ihn. Und Gott wird uns zu ihm führen. Wir werden ihn finden und ihn bestrafen. Denn so will es der Vater. Ja, halt einfach die Klappe, oder? Jeremy! Die alte Sumpfflöte. So wird er dein Brot. Warst du draußen bei Larry Parker? Und ich will alle Der Typ ist irre. Als ich das letzte Mal dort war, meinte er, er würde ein Kraftfeld bauen, um das ihn so abzuwehren. Larry Parker. Ah. Das hört sich auch interessant an. So, meine Freunde, wir gestalten diesen Teil aber diesmal etwas kürzer und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß und du hältst mal die Klappe währenddessen, dass ich rede. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.